Unsere Themen am Freitag. Beliebtes Wahrzeichen ist zurück. Leichtsinn auf dem Weihnachtsmarkt. Und das war wohl nichts. Die Versprecher des Jahres. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Der große Jahresinventurverkauf im Möbelzentrum Großräschen vom 27. bis zum 31. Dezember. So günstig gab es Markenmöbel noch nie. Massenweise Ausstellungsstücke bis zu 76% radikal reduziert und das alles inklusive. Lieferung Ihrer neuen Möbel, Entsorgung Ihrer alten Möbel und auf Wunsch unsere 0% Sonderfinanzierung bis zu 48 Monate. Möbelzentrum Großräschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz, direkt an der B96. Der große Jahresinventurverkauf im Möbelzentrum Großräschen vom 27. bis zum 31. Dezember. Auch wenn wir nicht viel davon merken, heute ist Winteranfang. Hallo und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Freitag und gleichzeitig zum kürzesten Tag im Jahr. Bauarbeiten und vor allem Umleitungen sind nervig. Die Cottbusser kennen das nur zu gut. Der Ostroher Platz zum Beispiel war über 2 Jahre gesperrt. Er ist seit letzter Woche wieder offen. Autofahrer freut's. Und ein altbekanntes Wahrzeichen hat dort auch ein neues Zuhause gefunden. 2,5 Jahre hat es gedauert. Seit fast 2 Wochen ist er jetzt schon freigegeben, der neue Ostroher Platz. Die Stadt hat den und die Briesmannstraße komplett umgestaltet. Wir gehen davon aus, dass sich gerade im Ostroh, also in diesem ganzen alten Stadtteil Ostroh, vieles entwickelt. Es ist eine begehrte Wohngegend, das wird viel gebaut, das wird groß investiert vorne an der Mehringstraße. Und da war es geboten, den Platz vernünftig herzurichten, unter anderem als Parkplatz, aber auch als Spielplatz und als Wohngebietsplatz, als Kern von Ostroh. Die LWG hat zusätzlich Trinkwasserleitungen, Hausanschlüsse und den Mischwasserkanal erneuert. Rund um den neuen Parkplatz hat die Stadt auch neue Bäume und Grünanlagen gepflanzt. Für die Kinder, die im Umkreis wohnen, gibt es jetzt auch einen neuen Spielplatz. Ein Kunstwerk des Dresdner Künstlers Johannes Peschel bewacht das Ganze. Der Hund aus Stein dürfte vielen Cottbusern bekannt sein. Er wurde 1986 am Oberkirchplatz aufgestellt. Dort wird ja umgestaltet bis zum Stadtfest des kommenden Jahres und der Hund hatte dort leider keinen Platz mehr, ist aber doch zu schön und auch für die Cottbusser eigentlich ein kleines Markenzeichen, sodass wir gesagt haben, wir suchen einen neuen Platz und wir glauben, dass wir am Ostroher Platz direkt neben dem Spielplatz eine schöne Stelle gefunden haben, wo dieses Kunstwerk wahrnehmbar ist, wo es der Öffentlichkeit zugänglich ist und auch gerade für die Kinder sicherlich auch eine schöne Ecke ist sozusagen. Die Bauarbeiten haben im Juni 2016 begonnen. Zwischendurch kam es immer mal wieder zu Verzögerungen. Da steckte nämlich noch eine Menge in der Erde. Bauarbeiter haben Ende März 2017 dort eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die wurde aber am selben Tag noch gesprengt, ohne weitere Probleme. Im Juli gab es dann die nächste Überraschung. Die Bauarbeiter sind hier auf einen alten Friedhof gestoßen. Da hieß es dann erstmal Baustopp. Archäologen haben Skelette und Grabbeigaben aus dem 15. bis 18. Jahrhundert geborgen. Die liegen jetzt beim Brandenburger Landesamt für Denkmalpflege. Aus der Fertigstellung Mitte 2018 wurde so dann Dezember 2018. Jetzt ist er fertig. 1,7 Millionen Euro hat der neue Ostroher Platz gekostet. Das Geld kam aus dem Stadtumbau-Förderprogramm und von der Stadt Cottbus. Die Verletztenliste bei Energie Cottbus wird länger. Paul Germann hat sich einen Kapselriss an der Schulter zugezogen. Er fehlt damit definitiv beim morgigen Ostduell gegen Rostock. Klaus-Dieter Wollitz hat somit ein weiteres Problem im Mittelfeld. Kruse, De Freitas und Stanese sind seit Wochen verletzt. Die Schüler haben es geschafft. Die Ferien sind gestartet. Ausruhen sollten sie sich aber besser nicht. Es wartet ein Preis. Mehr dazu in den Kurznachrichten. Beste Schülerfirma gesucht.
Im Rahmen des Existenzgründerwettbewerbs LEX wird im nächsten Jahr wieder ein Sonderpreis für die beste Schülerfirma vergeben. Mitmachen können alle Schüler ab der 8. Klasse. Teilnehmer haben die Aufgabe, eine eigene Geschäftsidee zu entwickeln. Die soll schulpädagogische sowie betriebswirtschaftliche Themen miteinander verknüpfen. Der Preis ist mit 2.500 Euro dotiert. Ausgezeichnet werden die besten Konzepte. Bis zum 31. Mai 2019 können die Ideen bei der Wirtschaftsinitiative Lausitz eingereicht werden. Feiertagsfahrplan. Cottbusverkehr hat veränderte Fahrzeiten für den Weihnachts- und Silvesterverkehr angekündigt. An Heiligabend und an Silvester fahren Bahnen und Busse nach dem Samstagsfahrplan. An den Feiertagen sowie am Neujahrestag gilt der reguläre Feiertagsplan. Der genaue Fahrplan für die Silvesternacht steht noch nicht fest, soll aber rechtzeitig auf der Internetseite von Cottbusverkehr bekannt gegeben werden. Des Weiteren sollen Fahrgäste beachten, dass die Fahrausweisautomaten vom 28. Dezember bis zum 2. Januar außer Betrieb genommen werden. Grund dafür ist Vandalismus durch Feuerwerkskörper. Präsident gesucht. Die BTU Cottbus-Senftenberg ist noch immer auf der Suche nach einem neuen Präsidenten oder einer neuen Präsidentin. Seit dem Wechsel von Jörg Steinbach ins Wirtschaftsministerium wird die Uni nur interimsweise geführt. Am 14. Januar endet die Bewerbungsfrist auf dem Posten, dann soll ein passender Kandidat ausgesucht werden. Auf den Weihnachtsmärkten herrscht dichtes Gedränge. Kurz vor Schluss wollen alle noch einmal einen Glühwein genießen. Andere sind im Stress, weil sie noch die letzten Geschenke brauchen. Für Diebe ist das natürlich das reinste Paradies. Die meisten Besucher sind abgelenkt. Und dann der Schock, die Handtasche ist weg. Einsatzort der Cottbusser Weihnachtsmarkt. Hauptkommissarin Corinna Heinze und ihre beiden Kollegen bei der Einsatzbesprechung. Jeanette Sittig und Roland Hartmann geben sich als Taschendiebe aus. Gemeinsam sind sie auf der Suche nach unachtsamen Besuchern. Portemonnaies und Co. bleiben aber in den Taschen. Sie verteilen Aufkleber, ohne dass die Personen das merken. Klebt der Sticker, hätten es auch Taschendiebe ganz leicht. Beide müssen gar nicht lang suchen, schon geht ihnen jemand ins Netz. Jetzt beginnt die Aufklärungsarbeit. Das Ziebchen kommt auf die Innenseite des Körpers. Sie haben die Tasche wunderbar auf dem Rücken, noch dazu offen. Wir haben Ihnen nur einen Aufkleber raufgemacht. Der Taschendieb hätte alles rausgenommen. Und Sie haben das gar nicht mitbekommen, nee, ich hab ja grad, weil Sie wunderbar im Verkaufsgespräch waren. Ne? Ja, okay. Also wir bitten Sie, auf Ihr Hab und Gut wirklich zu achten. Okay. Taschen oder Rucksäcke hat auf dem Weihnachtsmarkt fast jeder dabei. Bei dem ganzen Trubel sind die eigenen Wertsachen aber meistens nur Nebensache. Darauf will die Bundespolizei aufmerksam machen. Jeanette Sittig weiß genau, worauf sie achten muss. Wenn ich merke, sie ist am Hinterbereich des Körpers, also quasi am Rücken, die Tasche ist geöffnet. Dieser Zieper, wie man ihn hier sehen kann, befindet sich auf der Außenseite. Dann ist es schon ein Indiz, dass man sagt, der Taschendieb hat es leichter, in die Tasche zu gelangen. Reißverschlüsse immer geschlossen. Und sollte es Taschen geben, die gar keine Reißverschlüsse haben, würde ich halt immer empfehlen, sie unter den Arm zu klemmen. So haben es die Diebe dann viel schwerer. Wer ganz sicher gehen will, macht einfach noch ein Glöckchen an den Reißverschluss. Das ist dann schon fast eine kleine Alarmanlage. Bei der Aktion arbeiten der Präventionsrat der Stadt, die Bundespolizei und die Landespolizei zusammen. Gemeinsam will man die Cottbusser sensibilisieren. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass hier in Cottbus kein Schwerpunkt mit Taschendiebstahlsproblematik ist. Aber wie gesagt, ich finde es auch sinnvoll, gerade mit dem Bürger zusammenzuarbeiten, statt Cottbus zusammenzuarbeiten, der Polizei Landes Brandenburg, um gerade solche Sachen vorzubringen. Denn es gibt ja auch Weihnachtsmärkte in anderen Städten. Die Leute, die Jeanette Sittig und Roland Hartmann heute angesprochen haben, wissen jetzt jedenfalls Bescheid. Wissen Sie, was mir ganz doll auffällt? Was? Die Tasche steht da. Ja, die Tasche steht da, die Tasche ist offen. Das ist eine Einladung für den Taschendieb. Vielen Dank für den Hinweis. Und das prägt sich dann ein, auch wenn die meisten erst einmal überrascht sind. Als erstes Bundespolizei, was haben wir falsch gemacht? Und als zweites, ja stimmt, die Tasche war unbeaufsichtigt. Also ich war sehr dankbar für den Hinweis und ich denke, ich werde jetzt mehr verstärkt darauf achten, auf meine Tasche. Auftrag also erfüllt. 5-mal waren die 3 Undercover-Polizisten auf dem Weihnachtsmarkt im Einsatz. Wenn sich die Besucher an ihre Tipps halten, gehen Taschendiebe hier auch im nächsten Jahr leer aus.
Noch dreimal schlafen und dann ist der Tag gekommen, auf den sich vor allem Kinder seit Beginn des Monats freuen. Heiligabend. Die Geschenke werden dann endlich ausgepackt. Wenn sie so lange aber nicht mehr warten können, Kevin Scheithauer hat da was. Morgens zum Aufwachen erstmal eine Tasse Kaffee. Da kann auch ruhig mal was daneben gehen. Ist ja die Lautsi-Spezialbeschichtung drauf. So gelingt der Start in den Tag locker easy. Das mit dem Kaffee eingießen können Sie ja besser machen. Wer mit der Lautsi-Tasse üben möchte, schreibt uns einfach per WhatsApp 0171 230 70 76. Die folgenden Türchen werden auf Facebook geöffnet. Und da ist 2018 fast schon wieder rum. Schwerpunkt in diesem Jahr, na klar, die Auseinandersetzungen und Demos in Cottbus. Und die Angst, wie es nach dem Kohleaus in der Region weitergeht. Ein Thema hat aber alle begeistert, der Aufstieg von Energie Cottbus. Eine ganze Region im Fußballrausch. Aufstieg Energie Cottbus. Und in Demonstrationslaune. No border, no nation! Auslöser: die Messerattacken am Blechenkarree. Cottbus schreibt weltweit Schlagzeilen. Gerade noch volle Energie lässt diese in Jenschwalde nach. Zwei Kraftwerksblöcke gehen in die Sicherheitsreserve. 600 Jobs fallen weg. Nein zur Kohle und nein zum historischen Ziegelbrennofen am Wiechernhaus. Der wird wieder zugeschüttet. Aus 2 mach 1. Der neue Personentunnel am Hauptbahnhof ist offen. Und da ist das Ding. Oder besser gesagt, der Baum. Die dickste Rubine Deutschlands steht in Branitz. Das beste Dorf Brandenburgs ist Dissen. Und wenn wir schon mal dabei sind, Marie-Charlotte Köhler ist Miss Brandenburg. Die Lausitz ist einfach titelverdächtig. Diese und noch viele weitere Ereignisse gibt es im großen LTV-Jahresrückblick. Der läuft ab Montag 8 Uhr nonstop bis zum 2. Januar. Für unsere Satellitenzuschauer haben wir ihn gesplittet. Jeden Tag sehen Sie das Wichtigste aus 2 Monaten. Sie finden den Jahresrückblick auch auf lausitz-tv.de. Es gibt Wörter, die wollen einfach nicht über die Lippe. Dann gibt es Momente, wo Moderatoren denken, die Kamera ist noch aus. Und wenn das Gehirn abschaltet, ist alles vorbei. Wie das dann aussieht, wollen wir Ihnen nicht vorenthalten. Das war's dann schon wieder mit den Themen von... Fake Wars. Das war's dann auch schon wieder... Gesucht werden Teilnehmerinnen zwischen 28, genau, das steht da gar nicht, zwischen 18 und 29 Jahren. Ich wusste heute früh schon, dass das eine verdammt geile Sendung wird, weil gestern war ich so unglücklich, wenn du davor sitzt und nicht weißt, was du anmoderieren sollst. Was soll ich für eine Haltung zu einem Bus finden, jetzt mal ehrlich, also. Oh! Gleich geht's los. Hallo. Der Inkasso-Paul kriegt so auf die Mitte vergangenen Jahres wurde ja mehrheitlich im Bundestag die Ehe für alle beschlossen. Am Montag findet im Stadthaus Erich-Kästner-Platz 1 ein Sensibilisierungsworkshop statt. Das war mein Outtake, Anna. Christian Risse empfängt Sie dann hier morgen. Bis dahin, tschüss. Oh, hast du aber lange gewartet. Schweinebacke. Rosit. Das ist auch so, als ob ich so ein CIA-Agent bin, der jetzt hier gerade spricht. Ne, so. TAVI ist ein minimalinvasives, kathetergestütztes Verfahren zur Implantation von biologischen Aortenklappenprothesen. Zur Implantation von biologischen Aortenklappenprothesen. Was sag ich denn? Implantation, was weiß ich denn? Zur Implantation. Schalten Sie wieder ein. Bis dahin. Tschüss. Oh.
Ich bin mir sicher, auch im nächsten Jahr wird sich so mancher Versprecher wieder einschleichen. Seien Sie gespannt. Und damit beende ich die letzte aktuelle Sendung für dieses Jahr. Wenn über die Feiertage etwas Wichtiges passiert, informieren wir über Facebook und WhatsApp. Wir sehen uns 2019 natürlich wieder. Kommen Sie gut über die Festtage, rutschen Sie gut ins neue Jahr und machen Sie es gut. Die letzten Worte hat dieses Mal aber das LTV-Team. Wir sind das Team von LTV und wir wünschen euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das Angebot der Woche bei Expert ist das Huawei P20 Lite. In Schwarz, Gold, Pink oder Blau bekommt ihr das Smartphone jetzt für nur 239 Euro. Das P20 Lite besitzt ein 5,84 Zoll großes Full-HD-Plus-Display, das von einem eleganten Gehäuse aus Metall und Glas eingefasst wird. Die Frontkamera löst mit 16 Megapixeln auf, was vor allem Selfie-Fans freut. Auf der Rückseite befindet sich die duale Hauptkamera mit einer 16 und einer 2-Megapixel-Linse. Auch der Fingerabdrucksensor ist auf der Rückseite zu finden. Eine reibungslose Performance garantieren der Kirin 659 Octa-Core-Prozessor und 4 GB Arbeitsspeicher. Und der Akku sorgt mit 3000 mAh dafür, dass euch nicht so schnell der Saft ausgeht. Mit 64 GB Gesamtspeicher bietet das Huawei P20 Lite zudem viel Platz für Spiele, Apps, Fotos und Videos. Wer dennoch mehr braucht, kann den Speicher mit einer MicroSD-Karte um bis zu 256 GB erweitern. Das P20 Lite nutzt Android 8.0 als Betriebssystem, das wie immer bei Huawei durch die intuitive eMotion UI-Oberfläche ergänzt wird. Ihr bekommt also ein Spitzen-Smartphone mit modernsten Features. Holt euch das Huawei P20 Lite in Schwarz, Gold, Pink oder Blau für nur 239 Euro bei Expert. Stürmisch und bewölkt, so wird die kommende Nacht. Die Tiefstwerte liegen bei sagenhaften 9 Grad. Am Samstag geht es windig und bedeckt weiter. Der ganze Tag wird grau und verregnet. Auf 10 Grad geht es rauf. Der Sonntag wird genauso. Wolken, Regen und gelegentlicher Sonnenschein. Bei 7 Grad ist von allem etwas dabei. So zeigt sich dann auch der Heiligabend. Das Team von Rundum Werbung wünscht ein frohes Fest und ein gesundes, glückliches und erfolgreiches neues Jahr. Ihr Ansprechpartner in Sachen Beschriftung, Textildruck und Digitaldruck. Käse ist gesund. Käse ist frisch. Käse ist sinnlich. Käse ist reif. Käse ist verführerisch. Wenn Käse, dann aus dem Paradies. Ein ganz besonderes Geschenk. Erholung und Entspannung in der Spreewald-Therme Burg und im Spreewald-Therme-Hotel. Einfach online bestellen unter spreewaldtherme.de.
Was hier in wenigen Sekunden abläuft, hat 17 Monate gedauert. Doch die Wartezeit ist nun vorbei. Die Sonnenhäuser der EG Wohnen stehen kurz vor der Fertigstellung und gehen ab sofort in die Vermietung. Wer also wohnen wie in der Zukunft will, sollte schnell sein. Die EG Wohnen hat in der Karener Straße 14 und 15 in Sandow zwei energieautarke Mehrfamilienhäuser gebaut. Die versorgen sich selbst mit Wärme und Strom. Die Wohnungen sind mit Fußbodenheizungen ausgestattet, die aus dem Langzeitwärmespeicher mit Wärme versorgt werden. Die nötige Energie dafür kommt von der Sonne. Möglich machen das Solarwärmekollektoren. Neben den Kollektoren sind die Dächer auch mit Photovoltaikmodulen ausgestattet. Die sorgen nicht nur für den einzigartigen Look der Häuser, sondern auch für Strom im ganzen Haus. Der wird in Lithium-Ionen-Akkus zwischengespeichert. Sollte witterungsbedingt die solare Leistung der Häuser nicht ausreichen, wird der Rest durch die EG Wohnen dazugekauft, ohne Mehrkosten für die Mieter. Doch Technik ist nicht alles, natürlich müssen auch die Wohnungen überzeugen. Die gibt es in allen Größen. Interessenten haben die Wahl zwischen 2, 3 und 5 Zimmerwohnungen zwischen 50 und 130 Quadratmetern. Darunter auch zwei schicke Maisonette-Wohnungen. Die Wohnungen im Erdgeschoss sind zudem für Rollstuhlfahrer geeignet. Das alles in einem grünen Umfeld mit naheliegenden Einkaufsmöglichkeiten und günstigen Verkehrsanbindungen. Eigene Fahrradboxen und Pkw-Stellplätze gibt es direkt am Haus. Jetzt neu, Wohnen zur Flatrate. Nebenkosten für Strom und Heizung sind bei den Sonnenhäusern in der Miete mit inbegriffen. Das alles für 10,50 Euro pro Quadratmeter. Wohnen im Sonnenhaus? Informieren Sie sich jetzt im EG Wohnen Vermietungscenter am Brandenburger Platz 10. Buche dein Fotoshooting bei Daya Fotografie, egal ob draußen oder im Studio. Von der Fotografie zur Bearbeitung bis hin zum fertigen Bild. Vielleicht soll es ja zu Weihnachten auch ein Gutschein sein. Ruf an unter 0355 47 0000 oder schreib uns eine Mail an info@daya-fotografie.de. Sich geborgen fühlen, gut aufgehoben sein, den Kopf frei haben für das Leben. Der Wunsch nach Sicherheit steckt tief in uns drin. Er ist ein menschliches Grundbedürfnis. Deshalb tun wir bei DEKRA alles dafür, dass unsere Welt sicherer wird. Wir setzen unser jahrzehntelanges Know-how ein, unsere ganze Erfahrung und bauen so jeden Tag aufs Neue Vertrauen auf. In unseren Alltag. Unsere Mobilität. Unsere Arbeitsplätze. In unser ganzes Leben. Das lässt sich nur erreichen, wenn man Sicherheit nicht nur im Blick, sondern auch im Herzen hat. Wenn man Technologien, Standards und Richtlinien sinnvoll zusammenspielen lässt. Wenn man sein Wissen weitergibt, das Verhalten schult und Bewusstsein schafft. Und Sicherheit immer wieder neu denkt. Für die Mobilität der Zukunft. Für Autos, die zuverlässig selbst fahren. Für unser angestrebtes Ziel 2050, Vision Zero. Eine Zukunft ohne Verkehrstote. Wir nehmen die Arbeitssicherheit in die Hand, indem wir für optimale Rahmenbedingungen bei der Mensch-Roboter-Kooperation sorgen. Für mehr Sicherheit und immer weniger Arbeitsunfälle. Wir sorgen für die Kontrolle von Emissionen, damit die Umwelt wirkungsvoll geschützt wird und die Menschen in Großstädten sicher durchatmen können. Wer könnte das besser leisten als ein Partner, der seit mehr als 90 Jahren dabei ist, dem Menschen auf 5 Kontinenten in mehr als 50 Ländern ihr Vertrauen schenken, der hier genauso an ihrer Seite ist wie am anderen Ende der Welt. Der Sicherheit mit der Kompetenz von 44.000 anerkannten Experten vordenkt. Deshalb können Sie sich heute absolut auf uns verlassen. Wie auch bei allem, was in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Wir sind für Sie da. Wir sind Ihr globaler Partner für eine sichere Welt. Im Verkehr,
bei der Arbeit und zu Hause.